Da kommt Little Bird, bringt zu mir. Okay, die haben einen gedroppt. Einer ist raus. Zwei Leute sind rausgejumpt. Drei Leute sind rausgejumpt. Ich liebe diese absolut desync-freien Server, ne? Das ist. Besser geht's einfach nicht. Wir sind hier auf einem Server, Leute, von Zombie Hunter. Also, die Leute sagen immer, ja, könnt ihr wenigstens die IP mitposten. Zombie Hunter heißt der Server. Sucht einfach. Danach, wir haben unten das Overlay. Inzwischen hat das ja auch jeder T6, oder jeder T6, ja, jeder Server hat das komplett verschieden. Ich mache mir ein Ohrstöpsel, damit das Auto ein bisschen leiser ist. Und erkläre euch mal. So, wo wollen wir hinfahren? Wir fahren da oben hin. Okay, das passt, das passt. Dann nehmen wir. Moment. Ich glaube, das war nicht das Schloss, was ich da hier mache. Moment, dann machen wir das anders. Look at the brain. Ach man, man kann da drüber nicht fahren. Habe ich die kaputt gemacht? Ja, ne? Oder? Ne, das ist nur ein Bug. Wir können jetzt mal gucken. Unten haben wir zuerst das Blatt. Humanity Restart. Und dann kommt, wie die Zombies uns sehen, wie die uns hören, Temperatur, Essen, Trinken, alles so Mögliche. Wie viel wir getötet haben. Dann kommt die TeamSpeak-Server-IP, finde ich auch gut, sogar mit Passwort. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sowas auch dazu geschrieben wird, damit die Leute sich auch mal intern unterhalten können, wenn mal Auseinandersetzungen sind oder so, oder wenn ein Admin gesucht wird. Dann haben wir wahrscheinlich das Geldsystem oben, finde ich cool, dass sie so einen Dollar genommen haben, oder was ist das? Und unten dann so eine Mastercard als Bank. FPS werden auch angezeigt, 30 FPS plus auf einem, ja, wie viel Hälfte ist Leute ungefähr, so um die 5, mehr, Alter, guck mal, wie viele Leute da drauf sind. Bestimmt 40. Wir werden jetzt per Edition Mission fahren. Jo. Was ich auch dazu sagen muss, ist, ich weiß nicht, ob die Autos respawnen, aber es sind sehr, sehr viele Autos in Spawngebieten, da fahren wir, glaube ich, nicht lang. Das ist ein extremer Fehler, hier lang zu fahren. Glaubst du mir? Wieso? Weil ich glaube, die Straße hört gleich auf. Ich habe sowas im Gefühl. Deswegen nehme ich nie hier Abfahrten. Ich fahre immer nach, bis zur Solnitschin Factory durch. Nee, nee, die hört nicht auf. Ah doch, die hört auf. Hört geht als echt Feldweg auf? Weiter. Ja, geht als Feldweg weiter. Ja, dann fahren wir einfach mal. Wir haben uns eine Mission ausgesucht, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen chilliger. Wir möchten euch eigentlich erklären, wieso wir in letzter Zeit so wenig Videos gebracht haben. Was heißt erklären? So, wir werden das, wir haben ja vorher gesagt, es kommt jeden Freitag einfach um 14 Uhr ein DC-Video und ein Vlog-Video um auch 14 Uhr oder so, aber mittwochs dann. Und das ist für uns jetzt zurzeit einfach nicht machbar, wir streamen sehr viel. Die streamen jede Woche dafür mindestens einmal DC, das ist eine Sache. Ich mache immer noch weiter gerne Videos, das ist natürlich null Problemo. Die Sache ist einfach nur, wir haben in den letzten 5 Aufnahmen, ist es, ich glaube, dreimal davon wollte man eine Base bauen. Wir haben richtig viele, oder was heißt wir, ich habe da weniger, der Perry muss ich sagen, da und ganz viele Leute aus der Community haben sehr viel zusammengefahren. Da bin ich schon mal sehr dankbar für. Da kommt auch noch ein Base-Building-Video. Haben wir versucht zu bauen und immer, wenn wir aufnehmen wollten, kam irgendwas dazwischen. Da kam, ich glaube, dreimal waren Cheater. Also an drei verschiedenen Tagen, wir möchten das nachts bauen. Wir spielen jetzt auch nachts. Es ist, ja okay, es ist schon 11 Uhr abends, ist schon fast nachts. Aber wir wollen gegen 3 Uhr morgens ungefähr bauen. Einfach der Grund, damit es keine Cheater mehr geben wird. Weil dreimal haben wir gebaut, zweimal davon wurden wir durch die Gegend teleportiert und zum Glück haben wir noch nichts in unserem Inventar getan. Wir waren noch normal ein bisschen am Farmen. Beim dritten Mal haben wir gelesen, dass da ein Cheater ist. Dann haben wir versucht aufzunehmen, ein bisschen actionmäßig. Ging einfach nicht, weil dieser Disconnect-Bug war oder es gab sogar Zeiten, da sind wir 2 Stunden, haben wir versucht uns auf den Server einzuloggen wegen irgendwelchen Bugs. Dann gab es 2 Aufnahmen, da haben wir wie viel? Knapp 6 Stunden aufgenommen. Es ist absolut nichts passiert. Entweder wir sind sofort gestorben oder Gegner sind sofort gestorben. Also da ist absolut nichts passiert. Und ich versuche schon, oder wir versuchen schon, ordentlich Videos zu bringen, die man auch benutzen kann. Und das war einfach nicht der Fall. Und wenn sowas nicht gegeben ist, da kommt ja noch Weihnachten dazu. Da waren wir viel bei der Familie, wir waren feiern. Man darf ja auch die Real-Life-Freunde nicht vernachlässigen, wenn wir so viel streamen. Und ja. Es ist ganz einfach, also wir können da einfach nicht so viele Videos bringen.
Deswegen, wir werden versuchen, jede Woche ein DayZ-Video zu bringen. Das wird meistens Freitag, Samstag, Sonntag sein. Also ich versuche das zwischen Freitag und Samstag am besten, wenn es geht, zu bringen. Aber wenn wir es einfach nicht schaffen, so wie in den letzten Tagen, was aufzunehmen, dann wird das nichts. Vor allem kommt jetzt noch dazu, ab dem 22. habe ich meine erste Prüfung und dann kommen die ganzen Studienprüfungen, sind auch wieder eine Menge und ich muss nebenbei lernen. Ich möchte auch den Stream nicht vernachlässigen, ich möchte auch YouTube nicht vernachlässigen und im Endeffekt wird davon etwas immer vernachlässigt, da geht mir aber das Studium vor natürlich. Und aber wir versuchen trotzdem hohe qualitative Arbeit abzuliefern. MC Wookie killed a good survivor. Did you really have to? Oh, Perry, das ist ein gutes Plugin. Das ist wahrscheinlich ein Bambi gewesen. Oder? Er hat einen einfach. Oder das war wirklich ein Survivor, so ein Hero. Vielleicht sind wir auch Survivor. Wer weiß. Naja, Leute, hier noch, damit ihr einmal Bescheid wisst. Jetzt geht's aber hier mal ein bisschen zur Sache. Ist das da vorne? Oh, da sind die Bots. Tote, glaube ich, oder? Ja, die sind alle tot. Willst du da ein bisschen rumfahren oder willst du mitkommen? Ich fahr. Okay. Dann werde ich mal gucken. Ich weiß aber nicht, wo die Mission selber ist. Man kann auf jeden Fall nicht snipern. Während ah, die ist hier rechts. Hier rechts ist die Mission. Okay. Ich guck mal die Bots durch, ne? Also ich denke, die haben die schon lange gelootet, so wie es aussieht. Aber vielleicht ist irgendwo ein Spieler gestorben. Vielleicht haben die hier übersehen. Da sehe ich, glaube ich, einen toten Spieler. Der hat einen der hat einen Coyote auf. Ich loote auch mal die Bots. Ich denke, hier ist keiner mehr. Geld klauen. Ich habe Geld geklaut. Wie viel? Steht da nicht. M24. Ein Antibiotika, Bloodpack. Jo, das war definitiv ein Spieler, der hatte alles dabei. Scheint auch nicht gelootet worden zu sein. Willst du das MG haben? Dann nehme ich, der hat eine, wie heißt sie? M24. Ja, kannst du mir bringen, weil die haben ja auch Rucksäcke. Ja, ja. MG, nimm schon mal. Oh, ich werd beschossen. Ich blute. 1400 Blut, ich laufe erstmal weg. Verbinde mich. 1000 Blut habe ich. Der ist. Siehst du mich? Ja, ich habe gesehen, von wo die Schüsse kamen. Okay, links. Ich muss mir ein Bloodpack geben hier. Hast du eins? Er hatte zwei dabei. Ich werde mir jetzt ziehen, das dauert aber wahrscheinlich etwas länger. Wie mach ich das? Ich weiß ungefähr, von wo aus die Schüsse kamen. Bloodpack ging ziemlich schnell. Ich habe jetzt 5000 Blut. Ich hätte noch ein Bloodpack. Ich glaube, hier sind zwei Spieler gestorben, oder? Das war ein Bot. Okay, 100 Sekunden. Okay, ich sehe den, er läuft. Wo läuft er hin? Er ist an der Straße, ganz weit hinten, 200 Meter. Zwei Leute, oder das ist ein Zombie, der hinter dem herläuft. Könnte aber auch ein Fighter sein, so schnell wie der fährt. Oder läuft. Pass auf, ich werde mich erstmal wegbewegen. Ich habe ziemlich helle Kleidung an. Ich habe einen Painkiller geschluckt. Ich habe den nicht zu Ende gelootet. Ich habe aber deine Waffe mit, auf jeden Fall. Soll ich erstmal weiter in die Richtung gucken? Ja, ja. Ich habe mich auch hingelegt. Der Spieler, den ich gesehen habe, der war in der Richtung. Wieso werden die Bäume mir so schlecht dargestellt? Was soll das denn? Ich weiß nicht, ob der wiederkommt.
Ja, das sah so aus, als ob er nur die Position gewechselt hat. Ich tue jetzt erstmal so, als ob ich weglaufe. Vielleicht späte ich den ja damit. Sind überall noch NPCs. Okay, das sind normale NPCs. Da kann man ein bisschen Gold Den sammeln. läuft rechts durch den Wald. Bei mir? Ne, bei mir. Okay. Also nach oben ist er gelaufen, sagst du? Da läuft er. Wirft aber kein Bot sein. Das muss ein Spieler sein. Ja, der läuft da weiter weg. Der läuft jetzt wieder weg. Hat einen Okay. Ghillie an. Gilly, okay, ich habe einen Beworbt er den? Nicht-Gilly-Spieler gesehen. Weißt du, ob der mich zufällig gesehen hat? Ich hab ihn mal aus den Augen verloren gerade. Ich werde mal Da weiter ist er wieder. rechts. Okay, ich Der flankiere läuft ihn wieder nach gerade. rechts. Der läuft wieder nach rechts, von mir aus gesehen. Das heißt, er läuft auf mich zu. Versucht ihn nicht zu flankieren gerade. Nur sehe ich ihn absolut nicht. Weiter nach rechts. Da ist ein Totenkopf. Oh, der kommt genau zu dir, der kommt genau zu dir, ne? Okay. Der ist vor dir in den Tannen da. Vor mir? Ja. Drei, vier Tannen vor dir. Okay, dann warte ich hier. Soll ich ablenken, ein paar Schüsse machen? Nee, warte noch. Meinst du, der kämpft gegen mich? Weiß es nicht. Wechsel die Waffe. Jo, Ja, der der ist kommt bei zu dir, mir. kommt zu dir, kommt zu dir. Du siehst ihn, ne? Ja. Ist an dir vorbeigerannt. Beine gebrochen. Ist tot. Sehr schön. Instant alten. Ne, hier ist er, ich wollte schon sagen. Geld ist geklaut. Gib dir Deckung. Eine HK hatte der. Eine Silence-Waffe. Sehr schön gespottet. Ich nehme erstmal sein Large Gun Bag, nachdem ich die Waffe genommen habe. Ich werde einfach ganz schnell umlooten. Der Hoffnung, in der Zeit wird uns keiner töten. Zumindest Lass uns im. Zeit, ich steck dich. Okay, er hat richtig viele Waffen. Er hat schon ein bisschen gelootet. Die brauche ich nicht. Das nehmen wir mit. Bloodpacks nehmen wir mit. Vielleicht kannst du Essen. den Gili nehmen. Ja, das ist schön. Morphin. Wir haben auf jeden Fall was zum Verkaufen. Das ist kein Problem. Crowbar. Ja. Haben wir eine, ja. Ein Green Key hat er, soll ich den mal mitnehmen? Ich nehme den mal mit. Vielleicht können wir damit ja was Nicht schaden. anfangen. So, dann noch Night Vision und Range Finder. Also, wenn du eine Tasche brauchst, kannst du herkommen. Ich komme. Dann lasse ich die Waffen da drin. Für den. Das bist du, ne? Okay. Meine Lieblingswaffe. Dann nehme ich noch den. Ne, hier kann man kein Ghillie klauen, das finde ich gut. Ich habe noch Waffen bei mir in der Tasche nebenbei. Kannst du mir noch ein Bloodpack geben? Ich habe bei mir in der Tasche welche. Kann ich machen. So, dann habe ich erstmal ausgesorgt. Finde ich gut, dass man hier keine Ghillies klauen kann, aber wahrscheinlich kann man die eh kaufen. Das heißt also, die Base ist erstmal safe, hoffe ich. Ja, wenn uns jemand, wenn hier noch jemand wäre, dann hätte er auf jeden Fall geschossen. Okay, danke, ich habe wieder Blut. Ich könnte Night Vision benutzen, werde ich nicht benutzen, denke ich, Leute.
Ich lasse das alles mal schwarz-weiß. Ich versuche wieder den einen Spieler zu looten. Die wieder zu mischen. Und die Okay. restlichen Bots. Ich habe eben noch einen Totenschädel gesehen, den würde ich auch gerne looten. Ich hab da eben aber noch jemanden laufen gesehen. Ich schätze aber, das war ein Zombie. Der hat ja eh eine Silence-Waffe gehabt, daher könnte es stimmen. Hier ist ein Spieler. Den looten wir. Painkillers hatte der sehr schön. Läuft bei uns. Und jetzt habe ich hier noch eben einen gesehen. Nachts ist das Schlimmste, Missionen zu machen. Naja, weil die Bots halt einen trotzdem ziemlich gut sehen, so. Hier sind noch richtig viele Totenköpfe, die ich gerade finde. Versuche jeden einzelnen Baum durchzugucken. Ich finde, DayZ hat auch nicht die passende Grafikeinstellung, dass man die Bäume richtig schön machen kann, aber so fair schön, weißt du? Also bei mir sind die eigentlich jetzt vom Nahen her ganz okay gemacht. Also, oh, da hinten ist ein ATV, könnte von dem sein. Ich werde es mir gleich auch mal angucken. Zwei Totenschädel habe ich hier noch. Hier. Okay, das war ein kompletter Bambi. ID says unknown. Hätte ein Bot sein können, aber dafür ist. Ich glaube, Bots machen keine Totenköpfe. Nicht, ne? Bring den Gilly mit. Oh, war da noch einer? Ja, zwei in der Kiste hier. Okay, dann pass auf, nicht, dass du da weggeholt wirst, weil ich kann dir gerade keine Deckung geben. Dann wäre ich schon tot, wenn hier wäre. Hier ist auch nichts mehr. Nehmen wir noch ID says unknown. Komisch, wieso sagt der unknown? Das können doch keine Bots sein. Das sieht schon aus, als ob hier gecampt wurde. Wir haben einen Schlüssel. Scheint ein deutscher Server zu sein, also sehr viele Deutsche spielen da. Ne? Im Chat sieht man nur Deutsche. Ein deutscher Server. Können wir uns mal einspeichern? Performance-technisch läuft das super. 320 Gold habe ich schon. Also, ne? Gold Coins. Wie viel Gold das Eben. genau ist, kann man ja nicht sagen. Wenn wir jetzt noch das Auto finden würden. Da kommt ein Little Bird direkt zu mir und ich kann Okay. Der fliegt aber weiter. Das ist gut. EMP-Sandsturm. Ein elektronisch geladener Sandsturm hat Kurs auf Chernobyl genommen. Der Sandsturm wird ein verheerendes Chaos hinterlassen. Atomschutzbunker bieten ein. Okay, die haben einen gedroppt. Fuck. Einer ist raus. Zwei Leute sind rausgejumpt. Drei Leute sind rausgejumpt. Vier Leute sind rausgejumpt. Alles Spieler. Oha. Hä? Oh mein Gott, wir brauchen. Moment, ich versuche. Okay, ich kann nicht schießen. Wieso kann ich nicht schießen? Weil der nicht gesplittet hat, wie ich das wollte. Wir wollen die Leichen looten. Hier könnte eine Base sein. Sandsturm nebenbei, ne? Wir müssen Atomschutzbunker finden. Weißt du, wo einer ist auf der Map? Ich war ja, ich weiß, wo die Oh, sind. ich werde beschossen, ich werde beschossen. Hier ist lustig, wenn ich da jetzt spawne.
Jo, einen habe ich getötet. Und jetzt muss ich weg. Ich blute. Hinter mir drei Leute hat er abgeworfen. Das ist ein Kampf, Little Bird. Ach du Scheiße. Oh Mann. Dann geh erstmal in Deckung, ich spawn ja jetzt sofort. Ja, ich bin sofort am Weglaufen. Davon zwei Leute, also die hatten, glaube ich, alle. Da waren viele Bambis bei, viele hatten gar keine Waffen. Ich muss jetzt mir wieder ein Self-Blood wegdrücken. So, das haben wir, das haben wir. Essen kann ich auch noch mal. Der Sandsturm kommt, man hört das. Der Sandsturm kommt. Voll geil eigentlich. Der Sandsturm ist cool, aber wenn ich keinen Atombunker finde, dann ist das auch weniger cool. Jo Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Es geht nächste Woche irgendwann weiter. Da werden wir euch den Sandsturm und alles so zeigen. Deswegen bleibt dran oben. Altes Video unten. Letztes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.